Kann auch auf einer Nadelspitze. Okay, das hat schon mal gereicht, um bei Erwi die Stufe zu erhöhen. Ich war, hätte ich auch gemacht. Die hat gar nichts dabei. Au, hier sind doch Fallen. Okay, ja, die konnte ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Ja. Aber für sowas haben wir zum Glück Notfall. Heilung. Was braucht ihr? Leichtfüßig und so. Fort nun gut. Gut. Quick Save. Dann hoffentlich herausfinden, dass die Einstellungen auf dem richtigen Schwierigkeitsgrad waren. Eine Stufe, ein Priesterzauber von 1, 3 und 6 und ein Trefferpunkt. Jo. Das heißt, Priesterzauber 1, Heilung 3. Noch eine Heilung, weil alles andere hier. Wobei starres Denken. Nö. Und Magiebann kann sie ja als Magier. Also haben wir ihr jedenfalls als Magier beigebracht. Ach ja, die Magiebann-Variante. Jetzt wichtig 6. Luftdiener, Leitstrahl des Ruhms. Ja, Stein auf den Gegner werfen. Nö. Klingenbarriere. Diese umtanzen den Zauber in einem wirren Muster und bildet eine relativ undurchsichtige Barriere. Jeder, der sie versucht, diese Barriere zu überwinden, erleidet 8W8 Schadenspunkte. Ja, und das ist Strahl des Ruhms. Falscher Sonnenaufgang. Das ist nicht schlecht, wenn wir nicht später gegen die Vampire kämpfen. Das möchte ich. Dieser Schmelzofen benötigt Kohle. Dieser, ihr seid zu weit entfernt, um das zu benutzen. Führt mit, so sei es denn. Okay, Keldorn. Oh, habe ich den Schwierigkeitsgrad draufgesetzt? Ja. Ja, dieser Schmelzhof ist in Betrieb aus dem Flammenbesen, im Fall mit Metall, das sofort angreift. Eure Stunde ist noch. Die Pflicht ruft. Ich verstehe. Ich biete. Der Schmelzhof ist nur in Betrieb. Leben, wenn nötig. Ja. Ja. Das macht Spaß. Das gibt eine hässliche Narbe. Aber nichts ist passiert. Ja. Auf das Gute. In Bayerwarts Namen. Ich erwarte es soll eure geschehen. Anweisungen. Folgt nur. Jo. Wir haben die Öfen betriebsbereit gemacht. Das ist der Kesselraum. Was zeigt das Ding an, dass wir uns immer noch in der ekelhaften Ebene befinden? Das lasse ich jetzt nicht, diesmal nicht auf mir sitzen. Okay, ich muss jetzt hier Shimor zum Fallen finden vorschicken. Gott, wie öde. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Keine große Herausforderung. Was braucht leichtfüßig und so?
ich warte? Ihr braucht Yoshimo ist bereit. Und ich dachte schon, die kommen nicht hier raus. Ja. Für die Gefallenen! Fragt nur. Der freundliche Eisengolem könnte ein Problem werden. Na, die große Heilung, die hebe ich mir mal auf, wenn ich sie brauche. Die Dienerin der Natur ist bereit. Also ja, Eisengolem. Ich tu dir, meine Waffe ist völlig wirkungslos. Ich habe getroffen. Nichts ist passiert. Euch zu sich. Aber nichts ist passiert. Ja, so kann man es machen. Ich warte. Du müsstest doch auch große Heilungen haben. Wo sind deine Heilzauber? Da, Stufe 4. Okay, Stufe 5 hast du keinen. Da hast du gerechte Magie drin. Also irgendwie auch mal benutzen sollten. Aber ja, für die anderen Stufen. Ach, da ganz vorne. Ich helfe, wo immer ich kann. Ich warte auf euren Befehl. Und von dir noch eine. Vita. Dieses Gerät in diesem Raum erinnert an das Innere einer Uhr. Das sollte nicht sein. Niedermachen! Die Schmerzen überwältigen. Ich bin der. Jawohl. Wie ihr wünscht. Spürt die Schade der Gerechtigkeit. So. Ja. Vita. Was kann ich tun? Ja. Vita. Habe ich jetzt doch bei der Heilzauber schon verbraucht? Okay. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Sie hat auch keinen großen. Was zur Hölle? Warum gebe ich den Leuten keine Heilzauber? Ach, weil ich ihnen chaotische Befehle gebe. Ich bin bereit. Vita. Mormus. Zeigt mir Rohe. Ich schlage zu. Vita. Mormus. So, das war jetzt erstmal mein Heilzauber. Okay, und aus dem Raum kommen wir so nicht mehr raus. Das heißt, wir gehen mal zurück und gucken uns mal in dem Bereich noch um. Pfeile der Durchbohrung. Und ein Dolch. Das ist ein humanoider Schädel, der aus geschwärztem Eisen gefertigt wurde. Das ist mehr Kohle. Ja, natürlich. Der Kopf, den ihr hierher gebracht habt, wird von der Maschine an den Golem gebracht. Ja.
Dieser Diener entdeckt einen Eindringling. Er muss vernichtet werden. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Okay. Ich habe gar nicht gesehen, also gerade gemerkt, dass da eine Tür ist. Und bevor ich diesem Golem jetzt folge... Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Nun gut. Was braucht leichtfüßig und so? Ja, den können wir, kriegen wir nicht so einfach auf. Ja, wenn ihr es wollt. Gut, das heißt, wahrscheinlich mussten wir hier die Öfen anheizen, damit wir das Golem-Ding überhaupt befeuern können und müssten ihn jetzt aktivieren, um durch die Tür da zu kommen. Aber ich will erstmal hierher zurück. Wir haben außerdem noch nicht fertig mit den Leuten hier geredet. Fragt nun natürlich. Ist dieser Ort nicht gleichermaßen beängstigend wie seltsam? Bei meinem Eid, ich war noch nie an solch einem interessanten Ort. Vergib mir meine Unhöflichkeit, ich bin Ormwo, Ritter des Schwertes. Wir sind fern der Heimat und stecken wohl ebenso hier fest wie ihr. Wo ist eure Heimat? Ich stamme aus Anzalon, aber ich fürchte, ich werde mein geliebtes Land niemals wiedersehen. Ich bin an einem Ort, der weder hier noch dort existiert. Es gibt zwar nicht viel zu sehen, aber ich sehne mich nach meiner Heimat. Seid gegrüßt, was braucht ihr? Habt ihr etwas Interessantes entdeckt? Hinter dem Knochenzimmer findet ihr einen Raum, vollgestopft mit magischer Ausrüstung. In einer großen Röhre befindet sich ein ledierter Golem, dem sowohl der Kopf als auch ein Arm fehlt. Wer immer ihn zu reparieren versucht, er muss bei seiner Arbeit gestört worden sein. Dieses Studierzimmer eines Magiers erinnert mich an den Raum meines Bruders Elik, als er studierte, um ein Zauberer zu werden. Dieser Raum ist so fremd und doch so vertraut, wühlte mich am meisten auf. Denn dort spürte ich eine Präsenz, die mich sehr beruhigt. Ich bin bei meinen Erkundungen nicht über diesen Raum hinausgekommen. Das klingt interessant, vielleicht werde ich mich dort umsehen. Gute Reise. Wie durch. Ja. Was ist mit dir? Fremde, hütet euch. Die verderbte Hölle zeigt jenen gegenüber, die Schwach des Geistes sind keine Gnade. Ich bin Ankang, Ritter der Rose. Macht euch keine Sorgen um meinen Geist. Ich bin mehr als nur fähig, mit allem fertig zu werden, was in diesen Mauern auf mich wartet. Ich schätze es ja, dass ihr mich um mich sorgt, aber ich muss jetzt gehen. Nehmen wir mal das Ober. Eure Tafel keines Bewunders wert, aber es ist der weise Mann, der meist länger lebt als seine närrischen Kameraden. Kann ich euch vielleicht einen Ratschlag anbieten? Ich denke nicht auf Wiedersehen. Für gute Ratschläge bin ich immer zu haben. Ich habe noch nie auf gute Ratschläge gehört. Ja, ich frag mal. Direkt im Norden werdet ihr einen Raum finden. Dort befindet sich der Albtraum des Meeres. Fische, die aufrichtig wie Menschen gehen. Seid vorsichtig, wenn ihr in diese Richtung geht. Sonst noch was? Ich besitze gar viel Weisheit, aber ich nehme an, ihr habt nicht genug Geduld, um euch hinzusetzen und ein paar Stunden zuzuhören. Ihr seid jung und das Feuer des Abenteuers brennt in euren Venen. Ihr seid noch nicht bereit für echte Weisheiten. Seid gegrüßt, es scheint so, dass euch die kannibalischen Kinder noch nicht als Mahlzeit verwendet haben. Das ist gut. Die Kinder? Ja. Vielleicht waren es Halblinge. Es waren Halblinge. Oh, das gibt eine hässliche Narbe. Oh, da sind noch mehr Fischköpfe. So, du hattest einen normalen Schutzumhang plus 1 dabei. Der Geruch des Salzwassers ist allgegenwärtig. Wenn ihr einen Schritt macht, sinken eure Füße ein und eure Spuren füllen sich mit schlammigem Wasser. Das ist also eine Art Feuchtraum. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt. Ja, aber aus dem geht's auch nicht mehr raus. Das heißt, wir werden uns gleich hier zu Ende umgucken können.
Ach ja.